Wir verlangen nicht von den Eleven, dass sie gut reiten, weil reiten lernen sie an der spanischen Hofreitschule. Was man als Freizeitreiter von der Wiener Hofreitschule lernen kann. Hallihallo, ihr Hypomaniacs. Ihr seid's wieder auf Trab, dem Podcast für alle Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen, der heute bei Oberbereiter Andreas Hausberger von der spanischen Hofreitschule zu Gast ist. Was meinst du, Dancer? Du bist lustig, du willst dich als Eleve bewerben? Naja, mit den langen Beinen kannst du vielleicht punkten beim Herrn Hausberger und mit deiner Größe von 1,51 vielleicht auch noch, aber verlaubt, mit einem Gewicht von 450 Kilo, damit wirst du nicht durchkommen. Ach so, du willst dich nicht als Eleve, sondern als Libizaner bewerben. Gut, mit deinem Winterfell könntest du vielleicht noch als weißes Pferd durchkommen. Von den Proportionen als Welschkopf auch, aber mit deiner Nase, ich weiß nicht. Außerdem bist du, nur weil du 7 Monate im Bubeninternat auf der Starrischen Alm warst, noch lange kein Steirer. Du bist in Niederösterreich geboren und gezeugt wurdest du in Wien im 22. Bezirk auf der Wettmet. Aber rufen wir doch mal Herrn Hausberger an, wie deine Chancen stehen. Hör dir vor allen Dingen erst einmal an, ob die Hohe Schule wirklich etwas für dich wäre. Ja, hallo. Grüß Gott, Herr Hausberger. Wir freuen uns, dass Sie bei uns auf Sendung sind. Würden Sie sich und Ihren beruflichen Werdegang nur kurz zu Beginn vorstellen und uns erzählen, wie Sie zu Ihren vierbeinigen Arbeitskollegen gekommen sind, den Libizanern? Also ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, in Neuhofen an der Ips, am Hof meiner Eltern. Wir hatten ein Gestüt zu Hause. Dort ist der Wunsch in mir gewachsen, als ich im Alter von 7 Jahren zu reiten begonnen habe, beruflich etwas mit Pferden zu tun, so wie ich 13, 14 Jahre alt war. Und dann habe ich mich nach der Pflichtschule sofort in der Hofreitschule beworben. Dort hat man mich ein paar Jahre lang nicht genommen, abgelehnt. Und mit 19, Gott sei Dank, hat man mir die Gelegenheit gegeben, vorzureiten. Ja. Das habe ich dann gemacht und man hat mich dann genommen, aufgenommen. Dann war ich 4 Jahre Eleve und dann war ich 4 Jahre Bereiter Anwärter und bin dann, nachdem ich meinen ersten Hengst ausgebildet habe, das ist nämlich das Kriterium, dass man Bereiter wird bei uns, dass man einen Hengst bis zur Vorführungsreife ausbildet. Das habe ich gemacht und dann wurde ich Bereiter. Und wenn man dann mehrere Pferde ausbildet, Reiter ausbildet, dann noch ein Pferd am langen Zügel ausbildet, wurde ich dann 2007 zum Oberbereiter befördert. Sehr schön. Was bei Ihnen so spannend ist, haben ja Ihre Eltern keine Libizaner gezüchtet, sondern Haflinger, die auch sehr viel im Freizeitbereich eingesetzt werden. Wie ist denn da der Sprung praktisch zum Sport gekommen oder waren Sie vorher auch schon im Sport tätig? Wie gesagt, ich habe mit 7 Jahren zu reiten begonnen, auf Haflingern, das für mich das ideale Freizeitpferd ist. Die sind unkompliziert, die Pferde, sind robust, sehr kinderlieb, einfach zu reiten. Und da haben wir eben die Freude, mein Bruder ist auch Profireiter, aber eben nicht an der spanischen Hofreitschule, sondern der hat seinen eigenen und der hat den Hof meiner Eltern übernommen. Verstehe. Und wir haben dann die Liebe zum Pferd entdeckt über die unsere Haflinger damals. Der Sprung vom Freizeitpferd, vom Freizeitreiter zum Berufsreiter haben mein Bruder und ich dann im Alter von 15 und 16, ich war 16, mein Bruder 15, in Oberösterreich im Hengstdepot damals, Stadl Paurer, gemacht. Ja, wir wurden dann beide aufgenommen dort in Stadl Paurer und waren dann 3 Jahre dort. Ich ging dann nach Wien an die spanische Hofreitschule und mein Bruder hat sich selbstständig gemacht. Und das war eben dann so der Sprung, wo wir sind ja keine Sportreiter bei uns in der Hofreitschule, sondern wir pflegen die klassische Reitkunst hier an der spanischen Hofreitschule in ihrer höchsten Vollendung. Und das war so mein, sagen wir jetzt, Sprung vom Freizeitreiten
zum Dressurreiten. Und deswegen sind Sie für uns ja für diese Folge der richtige Kandidat, denn das Thema lautet, was Freizeitreiter auch von der Reitausbildung an der Spanischen Hofreitschule lernen können. Denn zum Glück verstehen ja immer mehr Freizeitreiter, dass sie mit dem Ausreiten alleine ihrem Pferd nichts Gutes tun, sondern sie kontinuierlich auch an der Fitness von sich selbst und vom Pferd arbeiten sollen. Und da wären wir auch schon beim Thema. Vielleicht könnten Sie den Hörern ein paar Tipps geben, die Sie auch Ihren Eleven weitergeben. Die Do's und Don'ts zum Beispiel im Umgang mit dem Pferd. Was müssen da Ihre Eleven lernen oder was lernen Sie denen dort? Das Allerwichtigste bei uns an der Spanischen Hofreitschule ist der unabhängige, balancierte Sitz des Reiters. Das heißt, dass man nicht die Zügel benutzt, um sich im Gleichgewicht zu halten, sondern dass man da das Gleichgewicht durch den unabhängigen Sitz in jeder Phase einer Lektion erhalten kann. Ja? Und dass man nicht die Zügel benutzen muss, um sich im Gleichgewicht zu halten. Was ein Freizeitreiter mitnehmen kann, oder was wichtig für einen Freizeitreiter wäre, von der Hofreitschule jetzt mitgenommen wäre, dass es wichtig ist in der Dressur, dass man jeden Muskel des Pferdes gymnastiziert, um das Pferd schöner zu machen und es so lange wie möglich gesund erhält. Und wie geht so eine Gymnastizierung? Haben Sie uns da ein paar Aufgaben, die wir mitnehmen können auf den Reitplatz? Wie gesagt, das Allerwichtigste ist der unabhängige Sitz des Reiters. Da sollte man wirklich großes Augenmerk darauf legen, dass das auch wirklich im Gleichgewicht ist, dass man lange Beine hat, dass man die Hände ruhig haben kann, dass die Pferde auch gleichmäßig an die Hand herantreten können, dass der Reiter das Tempo bestimmen kann, ja, nicht nur, dass man das Tempo erhöhen kann, sprich im Mitteltrab oder im starken Trab, sondern dass man das Pferd auch zurücknehmen kann mit leichter Anlehnung und ruhiger Hand. Das, glaube ich, wäre ganz, ganz wichtig für einen Freizeitreiter. Ja, jetzt die Eleven, die zu Ihnen kommen, sind ja schon sehr gute Reiter. Das fangen Sie dann trotzdem wieder an mit dem Reitsitz oder machen Sie das selber auch, dass Sie den Reitersitz an der Loge üben? Oder wie geht man da konkret vor, um diesen unabhängigen Sitz zu bekommen? Da darf ich Sie ganz kurz korrigieren. Bitte. Ja. Bei uns die Eleven sollten nichts können. Ja, wir verlangen nicht von den Eleven, dass sie gut reiten, weil reiten lernen sie an der Spanischen Hofreitschule. Mhm. Ja, es ist immer leichter, das Richtige zu erlernen, als sich das Falsche abzugewöhnen. Das stimmt, ja. Deswegen wollen wir nicht, dass die Reiter, die sich bei uns bewerben, irgendwelche speziellen Dressurkenntnisse haben. Mhm. Was wir schon verlangen, ist, dass sie einen Hengst kontrollieren können. Also sie müssen ein Pferd kontrollieren können. Sie müssen beim Vorreiten eigenständig reiten. Da müssen wir den Eindruck haben, dass der Reiter fähig ist, das Pferd in allen drei Grundgangarten vorzustellen. Ja, mehr verlangen wir beim Vorreiten nicht. Wo wir Augenmerk drauf legen, ist, die Proportionen stimmen. Also wir wollen einen kurzen Oberkörper, lange Beine. Der Reiter darf nicht zu groß sein, weil der Lipizzaner ist eine relativ kleine Pferderasse. Und der Reiter darf nicht zu dick sein. Also der muss eine sportliche Figur haben. Gibt es da Traummaße, die Sie uns nennen können? Wir akzeptieren Elevinnen, männlich oder weiblich, Elevinnen zwischen 15 und 20 Jahren. Also älter als 20 Jahre sollte niemand sein, der sich bewirbt. Und jünger als 15 natürlich auch nicht, weil da muss man ja noch die Pflichtschule abschließen. Das Idealmaß, die Idealgröße wäre um 1,75. Alles, was darunter ist, ist perfekt. Alles, was darüber ist, würde ich sagen, da könnte man noch tolerieren 1,79, 1,80 mit 20 Jahren. Aber darüber geht nichts mehr.
und natürlich das entsprechende Gewicht dazu. Hat es nur optische Gründe oder hat es praktisch auch was zu tun mit der Stabilisierung und der Gewichtsverteilung auf dem Pferd, diese Maße? Nein, sind einfach optische Gründe. Okay. Es muss ja auch elegant ausschauen. Man darf ja auch für den Lipizzaner nicht zu groß sein. Mhm. Wie schaut so ein typisches Trainingsprogramm am Anfang aus von einem Eleven, wo man vielleicht auch was mitnehmen kann für sein eigenes Training? Ja, da kann man sogar sehr, sehr viel mitnehmen für einen Freizeitreiter. Die Ausbildung beginnt im Stall. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Eleve, der bei uns beginnt, ist die ersten 3 bis 4 Wochen nur im Stall. Der kommt auf kein Pferd. Mhm. Der muss sich zuerst im Stall einarbeiten, ist verantwortlich für 2 Pferde im Stall und die muss er optimal versorgen. Dann, nach diesen 3 bis 4 Wochen, bespricht sich dann der Stallmeister, in dem Fall eine Stallmeisterin, mit den Oberbereitern, ob der Eleve schon soweit ist, die ersten Longe-Stunden zu bekommen. Dann reitet oder sitzt der Eleve auf einem Longe-Pferd für ein paar Jahre. Für ein paar Jahre, okay. Mhm. Genau. Also das dauert jahrelang, bis der Reiter den Sitz erlangt hat, den wir verlangen. Und davor tut er auch nicht im Training oder so abseits der Loge machen, sondern wirklich nur Loge-Training. Wenn die Oberbereiter der Meinung sind, ja, beziehungsweise wenn die Oberbereiter den Eleven an der Loge beobachten und zuschauen, dann ist es normalerweise der Fall, ja, dass man nach einem halben Jahr an der Loge auch zusätzlich einmal pro Tag eine Lektion reiten kann. Lektion heißt bei uns in der spanischen Hofreitschule, dass man dem Eleven einen ausgebildeten Hengst zur Verfügung stellt und er unter Anleitung, sprich mit Unterricht von einem erfahrenen Bereiter oder Oberbereiter, die ersten Lektionen erarbeitet. Daneben bekommt er auch weiterhin Longe-Unterricht. Das heißt, der Eleve hat dann einmal pro Tag Longe-Unterricht und einmal pro Tag Lektion auf einem ausgebildeten Hengst. Mhm. Und das geht dann die nächsten Jahre so. Ich muss aber gleich dazu sagen, die Ausfallsquote bei den Elevinnen ist 80%. Das ist interessant. Kommt es aufgrund der Eleven, denen das zu streng ist? Oder liegt es daran, dass einfach das Können fehlt? Oder warum ist die Ausfallquote so hoch? Es gibt vielerlei Gründe. Zuallererst, es ist zu anstrengend. Dann hat nicht genug Talent. Mhm. Ja. Dann, man hat sich ganz was anderes vorgestellt an der spanischen Hofreitschule. Mhm. Ich sage immer dazu, das Training an der spanischen Hofreitschule ist, oder die Zeit als Eleve an der spanischen Hofreitschule ist Blut, Schweiß und Tränen. So ist es. Und das realisieren die wenigsten, dass es extrem anstrengend ist und extrem fordernd. Wie lang geht denn da so ein Arbeitstag für eine Eleve? Also der Eleve fängt im Stall an in der Früh, muss beim Füttern dabei sein der Pferde, mistet dann seine beiden Pferde aus, die er, wofür er verantwortlich ist. Und dann geht es natürlich in die Reitbahn, wie gesagt, einmal Longe, einmal Lektion in der Reitbahn und dann geht es wieder zurück in den Stall. Und dann werden die Pferde weiter versorgt. Eine Eleve muss realisieren an der Hofreitschule, dass sich alles um die Pferde dreht. Die Pferde sind das Allerwichtigste. Dann kommt lange nicht und dann kommen erst die Reiter. Das kann man vielleicht auch als Freizeitreiter mitnehmen. Genau. Und auch, dass man doch lange Losstunden auch begleitend machen sollte. Das ist wahrscheinlich auch... Genau, richtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch für den Freizeitreiter ist der unabhängige Sitz sehr wichtig. Für ein Freizeitpferd ist auch die Durchgymnastizierung wichtig. Verstehen Sie?
Und wenn wir bei der Durchgymnastizierung sind, jetzt haben wir nur mal vom Reiten gesprochen, bei der Hofreitschule ist ja auch ein Schwerpunkt die Bodenarbeit. Ist das die Gymnastizierarbeit oder sowohl als auch oder was wird da am Boden gemacht? Wir sagen dazu die Arbeit an der Hand ohne Reiter. Die Arbeit an der Hand ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Ausbildung des Hengstes. Mhm. Die Arbeit an der Hand wird ungefähr nach dem ersten Jahr der Ausbildung unterm Sattel begonnen. Das heißt, wir beginnen die Hengste im Alter von 4 Jahren anzureiten. Mhm. Dann gehen die 1 Jahr geradeaus und auf großzügigen Linien in den 3 Grundgangarten. Mhm. Und dann wird begonnen, den Hengst an der Hand zu arbeiten. Das Ziel ist, dass das Pferd die Piaff erlernt, ja, und dadurch auch gymnastiziert wird. Mhm. Denn da werden natürlich die Rückenmuskulatur und die Muskulatur der Hinterhand gestärkt, um vermehrt Last aufzunehmen. Weil Sie bei der Piaff waren, also das ist ja das Typische, was man mit der Hofreitschule auch verbindet. Aber das wäre praktisch auch eine Gymnastizierungsübung, die man durchaus auch im Freizeitprogramm einbauen sollte. Genau, richtig. Aber langsam. Mhm. Ja, mit solchen sehr, sehr hochversammelten Lektionen beginnt man langsam und lässt sich sehr lange Zeit, bis mhm. der Hengst dann oder beziehungsweise das Pferd die Piaff beherrscht. Das dauert Jahre. Und wenn man Kontinuität an den Tag legt, dann funktioniert das. Dann wächst der Hengst in diese höchst versammelte Lektion hinein, sagen wir dazu, mhm. bei uns an der Hofreitschule. Mhm. Ja? Also es wird nichts erzwungen, sondern wird durch kontinuierliches Wiederholen, systematischen Aufbau, systematische Gymnastizierung der einzelnen Muskelgruppen, mhm. der Hengst befähigt, dass er diese hochversammelten Lektionen bis ins hohe Alter ausführen kann, ohne dabei Schaden zu nehmen. Mhm. Das ist, nehme ich auch mit. Das ist auch oft beim Freizeitreiter so. Er setzt sich mal kurz am Wochenende rauf. Das ist nicht der richtige Weg. Man muss praktisch das Pferd kontinuierlich trainieren und aufwärmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei uns aufwärmen passiert. Es ist ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Wenn das Pferd korrekt gearbeitet wird, braucht man jetzt nicht sehr lange zum Aufwärmen. Bei den Jüngeren etwas weniger, bei den älteren Hengsten etwas länger. Und natürlich dann das Auskühlen. Das ja. kommt auch dazu. Nach ja. der Arbeitsphase, dass man wieder in den leichten Trab übergeht, das Pferd ausstrecken lässt im Trab, die Zügel aus der Hand kauen lässt im Trab, damit das Pferd wieder entspannt in den Stall gehen kann. Mhm. Wie lang dauert denn etwa diese Aufwärm- und Abkühlphase und welche Übungen machen Sie zum Aufwärmen? Also ich kann Ihnen sagen, was ich mit meinen Hengsten mache. Ja. Bei mir wärmen die Hengste ungefähr 10 Minuten auf. Das passiert im Schritt zuerst. Dann trabe ich an und reite leicht, also leicht reiten. Und dann, wenn der Hengst durchlässig ist, was bei korrekter Arbeit ja nicht so lange dauert, bis der Hengst durchlässig ist, dann gehe ich zum Aussitzen über, mache etwas Seitengänge, hochversammelte Lektionen wie Piaff, Passage, Galopppirouetten, Serienwechsel und so weiter. Mhm. Das wiederhole ich aber auch nicht jeden Tag, ja, sondern ich setze ein bisschen Schwerpunkte pro Tag, wo ich dann vielleicht die Piaff am Anfang etwas mehr übe und dann vielleicht ein bisschen Galopp dazu nehmen noch und die Pirouetten, Serienwechsel und zum Schluss leicht traben wieder, Zügel aus der Hand kauen, das Pferd strecken lassen und die letzten 5 Minuten der Arbeit des Hengstes dann wieder im Schritt am langen
Zügel. Und Sie haben das mehrmals erwähnt, Lektion. Pferde denken ja, glaube ich, immer in Muster. Ist es so, dass Sie, weil Sie das gesagt haben, Sie üben dann mal jeden Tag einen Schwerpunkt? Das kann man wahrscheinlich auch mitnehmen, dass man sich, dass die Pferde sich praktisch eine Lektion mal einprägen und der Reiter wahrscheinlich auch. Genau, richtig. Dass man da jetzt nicht alle Lektionen, alle Übungen jeden Tag runterspult, das wird langweilig fürs Pferd, sondern dass man einen Schwerpunkt setzt, wie ich gesagt habe, entweder Seitengänge oder man arbeitet mit einem jungen Pferd am Schulter herein, dass er die Mutter aller Seitengänge ist, das Schulter herein, ja, und dann Traversalen und wie gesagt auch schwere Lektionen wie Piaf oder später Passage und Galopp-Pirouetten und so weiter. Aber wie gesagt, Schwerpunkte setzen. Mhm. Nicht alle Lektionen jeden Tag runterspulen wie ein Mechanismus, den man einbaut. Das sollte man eben nicht. Das wird langweilig fürs Pferd. Ja, und was auch eben den Schwerpunkt, wollte ich nochmal, langer Zügel. Wie beginnt man denn damit? Beginnt man damit der Doppellonge oder wie lernt man den Umgang mit dem langen Zügel? Also ein Pferd beginnt man am langen Zügel zu arbeiten, wenn der Hengst unterm Sattel voll ausgebildet ist. Ah, erst dann, das heißt, okay. Genau, richtig. Bei uns an der Hofreitschule beherrscht der Hengst alle Lektionen unterm Sattel, sprich mit Reiter. Und wenn das sitzt, wenn der Hengst dann einige Zeit in der Vorstellung auch geht, ja, der ist dann voll ausgebildet, beginnt man den Hengst am langen Zügel zu arbeiten. Und bei uns ist es nicht keine Doppellonge, wo wir weit hinten gehen, sondern wir gehen gleich von Beginn an ganz knapp hinter dem Pferd her. Mhm. Oder ganz leicht neben dem Pferd. Aber schon, dass man mit beiden Fäusten die Hinterhand berühren kann. So knapp, so nah. Also die Übungen kann man auch als Freizeitreiter probieren, aber dafür sollte das Pferd schon gut ausgebildet sein. Das würde ich als Freizeitreiter jetzt nicht so probieren. Wissen Sie warum? Weil dafür die Versammlung da sein muss. Okay. Der lange Zügel ist ja erst schön, wenn man hinter dem Pferd nachgehen kann und nicht nachlaufen muss. Verstehe, okay. Und da muss der Galopp und der Trab versammelt sein. Also das ist eigentlich eine ganz hohe Lektion. Da muss man schon einige Ausbildung haben und das Pferd auch. Das ist schon das ultimative Training, ja, und allerhöchster Schwierigkeitsgrad. Vielleicht noch eines. Wo tun sich die Eleven, mit was tun sich die am schwersten und wie helfen sie den Eleven darüber? Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Der eine tut sich mit dem schwerer, der andere mit dem. Ja. Die Eleven, ja, die es schaffen zum Bereiteranwärter, die realisieren sehr bald, dass Disziplin das Allerwichtigste ist. Das, glaube ich, ist auch für einen Freizeitreiter, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich wirklich diszipliniert verhält, wenn man dem Pferd gegenübertritt. Und dass man das Pferd als Partner sieht und nicht als Sportgerät, dass man dann wieder wegstellt und es einfach nur vergisst, sondern es dreht sich alles um das Pferd. Das Pferd ist ein gleichberechtigter Partner und kein Sportgerät. Und das realisieren sie einige Eleven dann doch nicht, dass man da das Pferd in den Mittelpunkt stellt und vor allem die Disziplinlosigkeit. Was ist die Disziplin in Ihren Augen? Ist es die klare Sprache mit dem Pferd, die immer gleiche Sprache, oder was verstehen Sie unter Disziplin? Unter Disziplin, dass man dieses harte Training an der Hofreitschule auch über Jahre durchhalten kann. Sehen Sie? Und dass man wirklich die Pferde optimal versorgt im Stall, dass das wirklich alles sauber ist, dass die Pferde gut versorgt sind, dass man auch nicht jeden Tag kontrollieren muss, ob das Pferd auch wirklich, sondern dass man eigenständig, auch später dann ohne Aufsicht, die Pferde optimal im Stall versorgt hat.
Und das realisieren sehr viele Eleven nicht. Mhm. Und das wäre natürlich auch für die Freizeitreiter wichtig, dass sie nicht nur einmal in der Woche oder zweimal in der Woche am Stall vorbeischauen, sondern... Genau, dass einem das Pferd nicht nur wichtig ist, wenn man drauf sitzt, sondern das Pferd immer wichtig ist, auch wenn der Reiter nicht drauf sitzt, sondern das Pferd muss, sollte man optimal versorgen. Wenn jetzt helfen Sie viel den Eleven, kommen Sie als Oberbereiter eigentlich noch selbst zum Reiten und reiten Sie da immer denselben Lipizzaner oder korrigieren Sie Pferde? Was ist denn da so Ihre Aufgabe? Nein, also ich habe selber 8 Hengste in Ausbildung und reite diese acht Hengste täglich. Wow. Daneben, ja, zusätzlich unterrichte ich Eleven und Bereiteranwärter, auch teilweise noch Bereiter, die schon etabliert sind, und helfe ihnen mit ihren Pferden. Das ist so mein Tagesablauf. Und haben Sie eigentlich privat auch noch ein Pferd? Privat, momentan fehlt mir leider die Zeit dafür. Ja. Ich hatte 2 private Pferde, die auch Turniere gegangen sind, wo ich dann auch Grand Prix gestartet bin. Aber momentan bin ich so beschäftigt, Jessica von Bredow-Werndl zu helfen, sich für die Olympiade zu qualifizieren und Sönke Rothenberger in Deutschland zu helfen, dass er sich für die Olympiade in Tokio qualifizieren sollte, das stattfinden. Und da ist natürlich das Training sehr, sehr wichtig, die Kontinuität sehr, sehr wichtig, die Präzision sehr, sehr wichtig. Und damit bin ich momentan beschäftigt. Da brauche ich Sie gar nicht fragen, ob Sie noch ambitionierten Freizeitreitern Unterricht geben. Aber ich habe gesehen, in WeHorse gibt es doch Online-Kurse, wo Sie dabei sind, wenn sich jetzt jemand für die klassische Reitkunst der Hofreitschule interessiert. Oder bietet die Hofreitschule vielleicht die Bereiter oder die Eleven für interessierte Freizeitreiter Unterricht an oder Kurse an? Also es gibt natürlich, die Bereiter sind natürlich interessiert, auch in ihrer Freizeit noch Reitern zu helfen. Auf WeHorse sind es keine Online-Kurse, sondern es ist eine Videoserie über die Arbeit an der Hand, wo man dann sich einloggen kann und das anschauen kann, wie wir das an der Hofreitschule machen. Das ist vielleicht ein Tipp für Freizeitreiter, dass sie sich diesbezüglich hinwenden können. Genau. Gibt es eigentlich auch, zeichnet eigentlich der Lipizzaner auch als Freizeitpartner aus, beziehungsweise gibt es eigentlich Verkaufspferde auch bei der Hofreitschule, die vielleicht nicht genau die Größe entsprechen oder nicht die Ausbildung, die man sich vorstellt für die hohe Schule? Ja, da gibt es natürlich Verkaufspferde bei uns. Im Bundesgestüt Piber, im Lipizzanergestüt Piber, werden ja pro Jahr an die 40 Fohlen geboren. Aha. Die Hälfte sind Hengstfohlen davon, also um die 20 Hengstfohlen. Ja. Davon kommen um die 10 Hengste nach Wien an die Hofreitschule und ungefähr 6 bis 8 Stuten, ja, die besten Stuten, bleiben im Gestüt, um die Nachzucht zu sichern. Der Rest dieser Pferde, dieser Jungpferde, wird abgegeben. Ah, okay, da kann man sich ans Gestüt wenden. Okay. Genau, unter der Homepage www.srs.at findet man die Verkaufspferde. Und der Lipizzaner, finde ich, ist nicht nur ein klassisches Dressurpferd, sondern der Lipizzaner ist ein wunderbares Freizeitpferd. Weil der Lipizzaner ist sehr, sehr genügsam, was Futter anbelangt und Haltung anbelangt. Die Pferde in Piber wachsen sehr, sehr, sehr gesund auf in der Herde. Da gibt es keine Verhaltensstörungen, wenn man sie allein aufwachsen lassen sollte. Nein, die Hengste, also die Jungpferde, wachsen in der Herde auf, gehen im Sommer auf die Alm und haben sehr, sehr gute Hufe, sehr, sehr gute Freizeitpferde. Und ich würde nur jedem empfehlen, dass einen Lipizzaner sich auch als Freizeitpferd zuzulegen. Das heißt, das sind inzwischen Ihre Lieblingspferde, obwohl Sie mit Haflinger aufgewachsen sind? Oder was für Rassen sind noch? Absolut. Ja, okay. Absolut. Für mich ist der Lipizzaner das klassische Dressurpferd.
wunderschön in der Ausstrahlung, wunderbare Partner, sehr, sehr schön mit ihnen zu arbeiten. Wie gesagt, wenn man sie als Partner und nicht als Sportgerät oder Sklave sieht. Pferde sind generell keine Sklaven, wenn man sie reitet, sondern sie sind Partner. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Hausberger. Ich sage Dankeschön auch für alle Hörerinnen, dass Sie auf Trab waren. Wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg mit Ihren Olympiakandidaten. Schönen Tag noch mit Ihren Pferden und viel Vergnügen. Hat mich gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Wiederhören. Wiederhören. Wer mehr über die hohe Reitkunst der Hofreitschule Wien wissen möchte, findet den Link in den Shownotes zum Podcast. Und dort findest du auch einen Link zur Online-Reitkursplattform WeHorse, wo ihr Beiträge von Andreas Hausberger findet, auch zur Ausbildung an der Hand. Du findest auch einen Link zu den Verkaufspferden der Hofreitschule. Liebe Hypomenias, bleibt auf Trab. Servus, bis zum nächsten Samstag, sagen euch eure Welchis, eure Julia Kistner.